fliegen oder aus der Liga fliegen. Nach den Duellen gegen die beiden Aufstiegsaspiranten Kaiserslautern und Braunschweig, die jeweils nur knapp verloren wurden, geht's für die Kickers nun endgültig um alles. Im Kellerduell gegen Victoria Berlin bewahrt die Würzburger nur ein Sieg vor dem vorzeitigen Abstieg aus Liga 3. Wir müssen gewinnen, das ist uns auch klar, das weiß jeder. Aber wir müssen nicht in der ersten Minute unser Tor schießen oder in der zehnten Minute. Es reicht am Ende oder es muss reichen, nach Abpfiff, nach 90 oder 90 plus x Minuten, dass wir als Sieger vom Platz gehen, und das muss unser Ziel sein. Es ist also ein Endspiel von besonderem Druck, will Cheftrainer Ralf Santelli aber im Vorfeld nicht sprechen. Nö, würde ich nicht sagen. Wir hatten die letzten Wochen schon für uns selber unheimlich viel Druck aufgebaut. Druck hin, Druck her, gut ist in jedem Fall, dass mit David Kopacz der kreative Kopf des Teams nach seiner Gelbsperre wieder da ist und Santelli auch ansonsten personell fast aus den Vollen schöpfen kann. Egal wer spielt, für alle gilt, kämpfen bis zum Ende für die dritte Liga. Wir müssen ein Tor mehr schießen am Samstag als der Gegner. Kickers gegen Berlin. Es ist ein Endspiel. Hoffentlich das erste von vieren auf dem Weg zum ganz großen Fußballwunder Klassenerhalt.